Was die Blaulichtorganisationen alles leisten, wurde eindrucksvoll am Sicherheitstag in Vösendorf gezeigt. Welcher Fahrgeschwindigkeit würde es entsprechen? In einer Aufprallgeschwindigkeit von 10 Stundenkilometer. Hat ziemlich heftig ausgeschaut. Ja, man ist eigentlich nicht bei 10 Stunden nicht mehr imstande, dass man den eigenen Körper abfangen kann. Was war denn das für ein Gefühl? Also man hat schon gespürt, dass es einen dagegen drückt mit dem Gurt. Bist du selber, wenn du im Auto mitfährst, immer angeschnallt? Ja. Schützen quasi die Natur, und wenn man jetzt speziell nachfragt, wo sind denn die größten Natursünden? Unser größtes Sorgenkind ist das Naturschutzgebiet Eichkogel. Das Naturschutzgebiet Eichkogel ist wirklich ein sehr sensibles Gebiet, das immer mehr zur Hundeauslaufzone missbraucht wird. Die Leute halten sich nicht an die Bestimmungen, das heißt, das Abweichen von den öffentlichen Wegparzellen, es ist eben ein Trockenrasenschutzgebiet und es gibt sehr viele Bodenbrüter dort und das wird alles niedergetreten, abgerissen und so weiter. Das ist sehr schlimm. Der Polizeihubschrauber wird eingesetzt für alle Formen der Kriminalitätsbekämpfung. Der Hubschrauber wird auch eingesetzt für Formen Zivilschutz, für die Hilfe der Bevölkerung. Wenn man heuer denkt, es war ja das Hochwasser im Juni, es war auch ein sehr, sehr trockener Sommer, hat man doch hier auch auf den Hubschrauber zurückgreifen können. Wir haben hier sehr, sehr gut geschultes Personal. Wir haben auch sehr gut geschulte Einsatzkräfte und im Zusammenspiel zwischen Einsatzkräften und Flugbesatzung wird hier sehr, sehr viel für den Schutz und für die Sicherheit der Bevölkerung getan. Die meisten Leute glauben, dass ein Rettungshund natürlich ein Schäferhund ist oder Bernhardiner oder so. Das ist so nicht richtig. Geeignet sind an sich alle Hunderassen oder Mischungen, die gerne spielen, die verträglich sind mit Mensch und Tier und die gerne arbeiten. Das kommt nicht auf die Rasse drauf an. Ein wichtiger Tag für die Gemeinde. Wir haben eine tolle Feuerwehr, eine tolle Rettung, viele Zivildienstorganisationen. Aber es ist auch wichtig, dass wir unser Bundesheer hier ausstellen, dass wir auch Rettungsorganisationen hier ausstellen. Kann man sich auf unsere Blaulichtorganisationen verlassen? Ja, hundertprozentig. Es gibt nirgends so eine Struktur wie in Österreich, wo professionelle Kräfte wie das Bundesheer, die Polizei und Ehrenamtliche wie die Rettungsorganisationen zusammenarbeiten, so klar, deutlich und auch effizient strukturiert ist. Also es ist einmalig, da kann man nur Danke sagen.